Ja, hallo, servus. Ich darf euch recht herzlich begrüßen bei einem weiteren Interview von Leibniz Kult. Heute zu Gast die fantastische Vesna Petkovic. Grüß dich. Hallo, hallo, Mann, das freut mich total. Danke für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gespannt auf unseren Interview auf jeden Fall. Okay, komm, mich freut es total, dass du dir die Zeit nimmst. Es gibt ja einen Grund. Am 4. Februar wirst du mit der Formation Human Dog im Alten Kino in Leibniz spielen. Endlich ist er schon mehrfach verschoben worden aus bekannten Gründen. Aber bevor wir da dahin kommen, ich möchte mal ganz kurz einmal über dich als Person plaudern. Du bist eine sehr untriebige Sängerin, oder Komponistin, Sängerin, unterrichtest in Belgrad. Auch ja. Ja. Also das ist spannendes Leben, würde ich sagen, Das jetzt glaube zur ich auch. Zeit. Bist du eigentlich eine Ja. gebürtige Serbin, oder? Ja. Genau. Ich komme aus Niš, das ist ziemlich südlich in Serbien, so Richtung bulgarische Grenze. Dafür diese ganze Balkanklänge bei mir, also so bulgarische, südserbische Klänge, so bei meinem Gesang. Also das kann man ganz gut hören, glaube ich. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, seitdem ich im Musikbereich tätig bin, ich tue dich immer nach Graz. Also ich kenne dich von Graz und aus Graz und man kann jetzt schon sagen, also der Lebensmittelpunkt ist auch in Graz. Ja, also mittlerweile lebe ich länger in Graz als bei mir zu Hause. Also stolze fast 26 Jahren bin ich da. 26 Jahre. Also Du. 25, 26, also 96 bin ich gekommen. Jänner 96, genau. Darf ich fragen, was dich nach Graz verschlagen hat? Ich meine, du hast auf der Kunstuni studiert. Genau, das war der Grund. Also es war großartige Möglichkeit, da Gesang zu studieren mit fantastischen Lehrern aus Amerika, die da unterrichtet haben, wie Mark Murphy, Sheila Jordan, Jay Clayton. Aber diese Generation, ich glaube, viele Kolleginnen von mir erzählen noch immer davon. Wir haben echt eine coole Zeit gehabt. Nicht, dass Mark es jetzt Murphy ist eine auch nicht cool Legende. ist, aber es ist tolle Geschichte gewesen damals, ja. Ja, na absolut, es war eine Wahnsinnszeit. Das heißt, du bist 96 nach Graz gekommen. Genau. Jetzt da, wie kann man sich das vorstellen, für Leute, die jetzt mit der Kunstuni nichts am Hut haben, ist der Ruf der Grazer Kunstuni so gut in Serbien? Oder Ja. wie bist du dazu gekommen, einfach nach Graz zu kommen, Jazz zu studieren? Oder beziehungsweise hast du in Serbien schon eine Ausbildung gehabt? Wie kann man sich Ich das vorstellen? habe klassische Musik studiert, so und dann habe ich wollte aber immer singen. Ich wollte we mich weiter in diese Richtung bilden, aber es war, ich meine, es war nur, würde ich nicht sagen, ich habe nur mit Live-Bands geübt. Also ich habe meine erste Bands zu Hause gehabt, Jazz, Rhythm and Blues, Rock'n'Roll, was auch immer. Also nur singen war für mich wichtig, wie heute noch immer, wie Ja. es so ist. Das hört nicht auf, Gott sei Dank. Aber ich wollte unbedingt was anderes studieren als Jazz, als klassischen Gesang. Und dann habe ich eben von ein paar Kollegen, die nach Graz gekommen sind, ich habe erfahren, dass hier tolle Ausbildung Möglichkeit gibt. Und in der Zeit war noch immer, es war nicht leicht zu kommen, aber Studium war gratis für die Leute vom Balkan und so. Und dann hat das gut funktioniert. Ja, Das also. denke ich mir Mitte 90 quasi, Serbien, wie kann man sich das vorstellen? Wie war denn da die Szene? Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, möchte ich ja gar nicht fragen an dieser Stelle, aber wenn du sagst, du hast schon in Bands gesungen und so weiter, wie war in Serbien die Szene, bevor du nach Graz gekommen bist? Also interessiert mich Also jetzt zum Beispiel auch. die Szene ist immer, also Serbien beziehungsweise Balkan sehr stark, also Musik ist unglaublich wichtig und fast in jedem zweiten Lokal gibt es Liveband und so. Also heute noch und ich meine, es hat sich ein bisschen geschrumpft zu zwei Man-Band oder zwei Woman-Band oder so. Aber generell, ich habe meine erste Rhythm-and-Blues-Band gehabt, Jazz-Band gehabt. Ich habe selber sehr viel gemacht und so. Also es war wirklich viel los. Es war sehr, sehr stark vorhanden, so in der Gesellschaft, in der Kultur drinnen, wie heute noch auch. Also für mich schwer vorstellbar. Das heißt, du quasi junges Mädchen geht nach Graz, macht die Aufnahmeprüfung an der Kunstuni, Bei Mark bestanden. Murphy war ich. Ja, voll Genau, ich bin geil. Mark Murphys Studentin eigentlich. Also Wow, cool. ich bin dann hier gekommen und Graz war auch sehr
Es war anderes als jetzt, würde ich sagen. Ich meine, sowieso jetzt in dieser Zeit, wo wenig Konzerte gibt und wenig Möglichkeiten zum Auftreten gibt. Aber wir haben wirklich viele Jam-Sessions gehabt, haben eine gute Community, Jazz-Community gehabt. Und nicht nur, du kennst mich, hey, wenn du ein bisschen was verfolgt hast, ich mag Musik. Also ich binde mich nicht nur an die Jazzmusik, was ich am liebsten habe, aber ich mag Rhythm and Blues, ich mag Blues, ich mag vor allem World Music ist meine wichtige Spalte, die ich heute noch irgendwie verfolge. Also ich habe dich kennengelernt, glaube ich, das erste Mal wahrgenommen mit Sandy Lobicic. Genau. Das muss gewesen sein, da habe ich angefangen. Wann habe ich da angefangen? Du hast ja mit Martin Harms, glaube ich, auch gespielt. Martin Harms, genau, ja. Wir sind noch immer sehr gut befreundet. Ja, das war mein Lehrer, ich glaube 2003 oder 2004 habe ich da begonnen, am Konservatorium zuerst. Und ich bilde mir ein, da habe ich das erste Mal eben so richtig, das war so die Zeit von Sandy Lobicic, oder? 2003, genau. 2004, 2005. Das war schon Schluss. Also Lobicic fängt schon 98 an. Okay, wow. Ich bin ganz jung. Reden wir nicht über Zahlen, ich komme da immer. Na. Also das war die Lopetic-Zeit von 98 bis 2005. Dann haben wir Pause gehabt und jetzt haben wir wieder viel miteinander zu tun, wie diese David Bowie-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Klar. Haben wir zu dritt zwei Klaviere und Gesang, haben wir was aufgenommen. Großartige Platte, Pure, mit Werner Radzig am Klavier und Sandy Lopetic und ich nur zu dritt. Das ist meine nächste Frage. Ich habe eingangs schon erwähnt, Sängerin, Komponistin und sehr untriebig. Was sind denn momentan so deine Projekte und was treibt dich in den letzten ein, zwei Jahren an und was steht momentan am Programm? Ich sage mal, ich übe viel Klavier, weil ich viel Zeit habe. Na, also von Projekten hier ist eben das, was ich erwähnt habe, Pure, a tribute to David Bowie, beziehungsweise eigene Arrangements, eigene, keine Ahnung, unbekanntere Lieder von Bowie, aber gleichzeitig habe ich, selbstverständlich singe ich in der Band Human Dog und wir freuen uns sehr über diesen Auftritt, das ist so aufregend, ich sag's dir, weil das ist genau dort, wo mein Herz total tickt und das ist diese Mischung eben aus Musikrichtungen, die ich alle mag, sehr mag, vor allem meine Wurzeln sind dabei, so Balkangesänge, meine Lieblingsweltmusik, also afrikanische Musik, afrikanische Rhythmen mit viel Improvisation. Jetzt habe ich ein bisschen verraten, was wir eigentlich spielen werden. Gell? Aber es ist mit originellen Kompositionen, also wir schreiben alle vier und das ist quasi mein Hauptprojekt momentan neben dem Pure. Was habe ich noch? Ich habe die Diva. Mit Daniela Sudi und Agata Pischko, Ewald Doberleitner, Werner Radzig, Bernie Wimmer. So dreistimmige Gesänge, wirklich tolle Sache. Weihnachtsprogramm, der leider nicht zustande kommen konnte wieder. Aber es kommt noch, wir geben nie auf. Noch wichtige Sache für mich ist mein multikulturellen Frauenchor von 56 Frauen in Graz, Chor Sosama. Das ist ein Projekt vom Verein Omega, das ist so für physische und psychische Krankheiten und die Integration. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig beschrieben. Und das ist mein Herzprojekt sozusagen. Ja, es klingt nicht so, als würde dir langweilig werden. Und wenn da noch Platz fürs Klavier üben ist, noch besser. Nicht nur, ich habe mir eine Trompete gekauft. Hey, ja. Also das werde ich jetzt nicht demonstrieren, da braucht doch ein bisschen Zeit, aber das wollte ich immer lernen und jetzt ist der gute Zeitpunkt dafür. Gell? Ah, cool. Ja, zu Human Dog, ich möchte nur was dazu sagen, du sagst, die Rhythmen und ihr schreibt alle vier, das ist nicht alles. Ich bin ein großer Fan der Band, auch wegen der Besetzung. Ist ja auch nicht alltäglich. Also wir haben ja mit Raphael Meinhardt, Vibraphon, Jörg Haberl, Stefan Badinger und dir eine Wahnsinnsband, wirklich. Ja. Und vor allem, was mir immer so taugt da, ist, ich finde, du singst sehr ausdrucksstark. Emotional ausdrucksstark, da kann man sich richtig reinfallen lassen als Zuhörer auch. Und vor allem, was mir jetzt als Musiker taugt, vor allem, wenn ich eine Band höre, ihr singt alle.
oder? Es sind ja, wir singen alle, stimmt. Und der Jörg ist ja super Sänger, finde ich. Also der Jörg ist Schlagzeuger, Sänger, Musiker, Komponist, alles mit seiner letzten Platte. Also Life is too short, Spitze. Und, also und der Stefan hat auch so ein Gefühl für Backing Vocals und er kann ja auch singen. Das ist, ja, der Stefan hat mit mir zusammen Gesang studiert kurz, gell? Ist ja ein in Wahnsinn, Graz. Ja. Ja, das, wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Und Raphael haben wir auch als Vokalist auch dazu gewonnen mit seinen tiefen Bässen. Er bemüht sich sehr und er ist total, er ist super unterwegs. Also mit uns zu viert, das passt sehr gut zusammen. Ich glaube, als Sängerin, da kann ich das schon so sagen, oder? Es ist nicht selbstverständlich, dass man eine Band hat, die, die dermaßen Backing singt. Also das ist wirklich geil. Das ist ein Luxus. Ja. Das ist wirklich ein Luxus. Also wenn man sowieso als Komponist, als Komponistin im Kopf immer so Background-Stimmen hat und dann gehst du auf der Bühne und du bist alleine mit deiner Stimme und du hörst die anderen. Also es ist schwierig, aber bei der Besetzung, es werden alle Wünsche erfüllt, wenn ich so sagen darf. Ja? Na, wir freuen uns irrsinnig. Also kommen wir jetzt noch einmal zum Abschluss zum Konzert. Mhm. Am 4. Februar im Alten Kino, nicht wie ursprünglich geplant im Marenzi-Keller. Alten Kino, ja, haben wir mehr Platz. Wir werden jetzt schauen. Es ist natürlich immer, ändern sich die Maßnahmen bzw. die Regeln. Wir werden alles einhalten, soweit es möglich ist. Fix ist schon einmal, dass wir um 19.30 Uhr starten, damit wir mal definitiv mit der 22 Uhr Sperrstunde, dass sich das einmal sicher ausgeht. Mhm. Alle weiteren, jetzt noch draußen einmal, alle weiteren Regeln bezüglich Ausschank, ob es eine Pause gibt und so weiter, das machen wir dann kurzfristig. Aber das haben jetzt das Publikum, die Künstler und wir Veranstalter haben gelernt, mit dieser Kurzfristigkeit umzugehen. Ja. Da sehe ich kein Problem mehr. Also die Freude ist groß, ich sag's dir. Vielleicht schicke ich noch ein kurzes Video, weil wir proben jetzt noch einmal vor dem Auftritt und vielleicht, dass du das siehst und dass wir auch Spaß daran haben. Also wir freuen uns sehr. We're looking forward. Wir auch auf jeden Fall. Es ist ja auch so, wie schon erwähnt, schon öfter verschoben worden. Diesmal wir ziehen es durch. Also ich bin da, wenn es nicht verboten wird, wird es durchgezogen. Fertig, aus. Ja, so ist es. Und Tickets gibt es hier. Ich blende hier die Adresse ein. Man kann vorbestellen, vorreservieren, wie immer. Wir schauen, dass wir alles einhalten, dass sich alle sicher fühlen. Das ist eh klar. Und liebe Vesna, ich sage noch einmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich sage danke. Ich hoffe, ich sehe euch alle dort am 4. Wir freuen uns sehr. Wir proben fleißig. Danke für die Einladung. Und auf jeden Fall, ich freue mich, dass ich wieder in Leibniz singen werde. Ja, ja, das sind schöne Schlussworte. Nur, dass du weißt, das sind meine erste Jahre, weil ich immer in Leibniz, habe ich nur in Leibniz gesungen. Wirklich? Marenzi-Keller? Ja, Marenzi-Keller, Big Band, alles Mögliche. Also das war Wahnsinn. Umso mehr freue ich mich, wieder nach Leibniz zu kommen. Und wir freuen uns, dich begrüßen zu dürfen, dich und eine grandiose Band. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald dann. Danke, bye bye. Ciao. Ciao.